Und zurück im Hier und Heute gucken wir auch auf einige Jahrzehnte, nämlich die Erfolgsjahrzehnte der Kelly Family. Die haben ja schon in den 90ern für volle Stadien gesorgt und dafür, dass die Musik auch bis heute noch weiter gehört wird. Die Familie ist in viele Ecken der Welt mittlerweile verteilt und machen trotzdem noch viel Musik. Angelo Kelly war damals einer der Jüngsten. Sein Sohn, der 19-jährige Gabriel, ist jetzt tatsächlich selber wieder mit seiner eigenen Musik unterwegs, macht aber nicht die klassische Musik, die man von den Kellys erwarten würde, sondern seinen ganz eigenen Musikstil. Er rappt. Sag mir, wie kann es sein, dass meine Generation jetzt schon unter Depressionen leidet? Geprägt von Selbstzweifeln, man zu uns menschlichen Kontakt vermeidet, da die allgemeine Meinung lautet, diese Kids bauen eh nur Scheiße. Alle gleich, das ist der aktuelle Titel von Gabriel Kelly. Der Spross der irischstämmigen Kelly Family steht mittlerweile musikalisch auf eigenen Beinen. Du bist meine Sucht, mein größtes Problem. Sucht war sein erster eigener Titel, da hat seine jüngere Schwester Helen mitgesungen. Gabriel Kelly ist der älteste Sohn von Angelo Kelly. Zusammen mit seinen vier Geschwistern ist er größtenteils in Irland aufgewachsen. Musik macht er schon lange, gemeinsam mit seinen Eltern und seinen Geschwistern, wie hier bei einem Auftritt in Duisburg. Gabriel Kelly lebt mittlerweile in Deutschland, steht also nicht nur musikalisch auf eigenen Beinen. Und jetzt ist er bei uns zu Gast. Ganz genau, da ist er. Schön, Moin. Dass du da bist, Gabriel Kelly. Sag mal, das ist ja eigentlich so ein Generationending, oder? Die Kelly Family kennt jeder, weiß jeder mit der Musik auch was anzufangen, ob er Fan ist oder nicht. Aber die Musik hat jeder in den Ohren. Und dann kommst du und sagst, ich mach was völlig anderes. Wie bist du dazu gekommen? Ja, also Rap ist irgendwie so in meiner Generation stark vorhanden. Ich meine, ist neben Pop das größte Genre irgendwie. Und da habe ich mich immer wohlgefühlt. Ich wollte immer irgendwie, ich habe mich immer nicht so stark gefühlt im Singen. Und beim Sprechgesang, beim Rap habe ich das Gefühl, da habe ich Potenzial, da mache ich was draus. Ja. Du bist ja in einer sehr musikalischen Familie groß geworden. Gab es denn da Unterstützung, dass sie gesagt haben, hey Gabriel, wenn du so Spaß am Rap hast, mach das? Oder wie wird man groß in so einer Familie, die ja eigentlich die Musikrichtung schon so vorgibt? Naja, natürlich waren meine Eltern bzw. meine Familie ein bisschen skeptisch. Ich habe zuerst angefangen mit Pop, also als ich allein ins Studio gegangen bin, weil ich das nicht anders kannte. Danach irgendwie Rock und habe versucht, mich so ein bisschen zu finden, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, Rap ist irgendwie mein Ding. Da kann ich viel erzählen, ich bin ja viel rumgekommen und so weiter. Und da waren die so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und dann bei den ersten paar Tracks, als es dann mit Rap richtig losging, habe ich gesagt, okay, gut, das ist dein Ding, zieh das durch. Und seitdem unterstützen sie mich auch. Ja. Jetzt ist diese Familienkomplexität bei euch ja gegeben. Viele machen Musik zusammen, jetzt eben noch mal als Kelly Family zusammen. Nicht mehr in der genauen Besetzung, wie das früher der Fall war, aber trotzdem unter dem Namen auch. Ist das so ein bisschen verpflichtend auch? Hast du diesen Druck selber auch gespürt, dass man so ein bisschen die Erwartung hatte, du musst Musik machen? Nö, überhaupt nicht. Also meine Eltern meinten immer schon, Kids, macht das, was ihr wollt, was euch Spaß macht. Ich habe auch tatsächlich, bis ich 18 war, irgendwie nie gewusst, was ich machen wollte. Musik hat mir immer Spaß gemacht, aber ich habe nicht gedacht, dass ich das dann irgendwann beruflich machen werde, sondern ich war immer sehr handwerklich unterwegs. Also ich wollte eigentlich Tischler werden tatsächlich. Und dann habe ich es irgendwie probiert mit der Musik und irgendwie hat es geklappt. Aber meine Schwester Helen zum Beispiel, die fängt jetzt an im September zu studieren in London, historische Mode. Und das hat ja auch gar nichts mit Musik am Hut. Ja. Du hast mit deiner Schwester aber auch einen Titel aufgenommen, den Titel Sucht nämlich. Wie ist das mit deiner Bindung selbst zu deiner Schwester? Ist das ein großes Thema bei euch in der Familie? Also ich habe schon eine sehr starke Bindung zu Helen. Also vor allem, also zwischen uns ist es ja wirklich nur ein bisschen mehr als ein Jahr auseinander. Da waren meine Eltern fleißig. Und ja, keine Ahnung, also wir waren immer so das Doppelgespann, so, ne? Und da haben wir immer alles zusammen miterlebt. Und das war auch ganz spontan, dass Helen da mitgemacht hat, weil das Ding ist, es war letztes Jahr im Sommer, da habe ich den Song aufgenommen. Ich habe dann auch halt die Stelle, wo Helen auch mitsingt, immer dann allein gesungen, habe gemerkt, na, irgendwas stimmt hier nicht, da fehlt was. Und dann habe ich Helen einfach angerufen, die war in Irland, und habe ich gesagt, Helen, wir brauchen eine Frauenstimme hier drauf. Kannst einfach für die Demo was drauf singen? Hat sie dann gemacht. Und dann, als sie es rübergeschickt hat, war ich so begeistert, habe ich gesagt, Helen, wir lassen das drauf. Also, dann war das so. Und schon wieder die komplette Familie dann auf die eigene Art und Weise. Ich habe deinen Vater zuletzt 2007 getroffen, war damals bei mir zu Gast in der Sendung. Ach, und das war sehr, sehr spannend, weil er mir damals auch erzählt hat, gerade so die Familie spielt bei ihm so eine unglaubliche Rolle. Am liebsten hätte er immer alle bei sich. Ja. Jetzt bist du nicht mehr in Irland bei deiner Familie. Also Angelo ist mit deiner Mama und deinen anderen drei Geschwistern in Irland. Du nicht mehr. Warum? Ja, also ich, keine Ahnung, mit 18 wollte ich irgendwie weg. Also ich, also jetzt nicht, weil Familie irgendwie schlimm war oder keine Ahnung was, sondern Irland ist wunderschön, aber es ist halt wirklich, da leben halt nur Bauern. Ne? Wir waren halt mitten auf dem Land, total isoliert.
Und ich wollte Action. Und auch irgendwie hier natürlich in Köln bin ich super viel in Musikstudios. Hier lebt alles, einfach die Musik vor allem. Mhm. So, ne? Und da ich auch deutschsprachige Musik mache und auch irgendwie Deutsch meine Muttersprache ist, habe ich gesagt, mit 18 ziehe ich nach Deutschland, habe ich dann gemacht. Und seitdem bin ich einfach auch viel unterwegs in Deutschland selbst. Und ja, genau. Aber fühlst du dich hier nicht an manchen Tagen auch eher einsam, dass du sagst, oh, mir fehlt aber auch das Gewusel der Familie? Nee, überhaupt nicht. Also das Ding ist, dadurch, dass wir beruflich immer noch so viel machen, also dann nehmen wir mal zusammen ein Album auf oder gehen auf Tour, gut, jetzt gerade nicht, aber halt sonst hat man sich immer viel, ne? Und dann auch intensiv für ein paar Wochen. Und das ist dann immer wunderschön. Und dann ist es auch gleichzeitig schön, wenn man mal wieder ein bisschen Distanz hat. Dann kann ich auch Zeit mit meinen Freunden oder mit meiner Freundin verbringen. Und diese Mischung macht es irgendwie für mich aus, ja. Wie schwer ist das denn, den Namen Kelly zu tragen? Weil eben viele auch klar auf dem Schirm haben, okay, Kelly Family, das ist diese Musikrichtung. Wie schwer ist es, sich davon zu befreien und zu sagen, hey, ich bin eigenständiger Künstler, ich mache mein eigenes Ding? Mhm. Also ich würde es nicht als schwer bezeichnen oder auch, dass ich da jetzt irgendwie keinen Druck spüre, aber natürlich haben Leute einen hohen Anspruch. Ne? Und die sagen, okay, gut, er muss jetzt nicht zwingend Kelly Family Musik machen, aber trotzdem hat man einen hohen Standard, weil wir einfach Qualität liefern. So, ne? Und da war es dann auch bei meinem ersten Song Sucht echt so, boah, da war ich echt richtig, richtig aufgeregt. Ne? Weil man natürlich einem gewissen Standard entsprechen sollte, wenn man das dann so groß verkündet. Und das kam Gott sei Dank echt gut an. Und ich glaube, dass viele Leute dann auch merken, ey, weißt du was, das ist zwar ein Kelly und der macht jetzt irgendwie nicht die Kelly-Mucke, aber ist irgendwie doch cool und deswegen höre ich mir an. Jetzt ist das ganz spannend gewesen, wenn man noch mal auf deinen Vater schaut. Er hat ja nach der Kelly Family auch lange Musik dann alleine gemacht und dann aber wieder so ein bisschen back to the roots, wie der Großvater dann mit der Familie zusammen. Da bist du jetzt nicht mit dabei. Ne? Ist das für dich schwierig dann so zu sehen, irgendwie, dass sie machen so ihr Ding und ich meins auch und fehlt so ein bisschen der Familienbund auf der Bühne auch? Also privat bin ich natürlich nicht mehr so viel da, aber ich bin immer noch Teil der Band tatsächlich. Also wenn wir zum Beispiel letztes Jahr haben wir auch irgendwie ein Album zusammen aufgenommen oder auch ganz viel TV-Shows im Dezember gemacht und so. Und auch dieses Jahr, wenn die Wintertour stattfindet, werde ich da auch mit auf der Bühne sein. Weil das Ding ist, für mich sind die Wurzeln total wichtig. Familie, alles Mögliche, da habe ich riesen Respekt vor. Und da sage ich auch nicht, da emanzipiere ich mich und das muss man separieren. Ganz im Gegenteil, warum nicht Rap und Familienmusik? Warum nicht? So, und deswegen mache ich das auch. Ja. Wie kann ich mir denn so eine Familienfeier bei euch vorstellen? Also kommen wirklich mal alle zusammen? Ich meine, es gibt ja viele Cousinen, Tanten, Cousins. Kommen mal alle wirklich an einen Tisch? Das ist schwierig. Ich habe ja alleine 30 Cousins und Cousinen, so weißt du. Also wir sind größter Clan eigentlich in Deutschland. So. Und, aber im positiven Sinne. Im positiven Sinne, natürlich. Also offiziell. Ne? Na, auf jeden Fall, so bei so Treffen oder sowas, wir versuchen es immer so ein, zwei Mal im Jahr. Und dann kommen da schon so die 50, 60 Leute zusammen. Also dann auch wirklich, wir haben ja auch noch Verwandte in den Staaten und so weiter. Aber irgendjemand schafft es natürlich immer nicht. So, ne? Und dann versucht man einfach, dass die meisten da sind, da hat man eine schöne Zeit. Und das ist so cool, das macht so viel Spaß. Aber musiziert ihr dann auch? Also wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja eine Big Band an einem Tisch. Ja, also es ist immer ganz spontan. Wir machen natürlich viel zusammen. Also auch natürlich musizieren, weißt du, dann setzt sich der eine dahin, spielt ein bisschen was und so weiter. Aber jetzt auch nicht den ganzen Abend, weil wir fast alle ständig Musik machen. Und so ist dann mal so, jetzt sind wir alle hier, essen was Leckeres zusammen und quatschen uns die Seele aus dem Leib. Und ja, genau. Als Straßenmusiker unterwegs zu sein, sagst du, ist genau dein Ding. Was reizt dich daran? Naja, also Straßenmusik ist jetzt nicht genau mein Ding, weil ich gehöre schon mehr auf die Bühne oder will in die Clubs und so weiter, sobald halt der Corona-Scheiß vorbei ist. Ist das so eine Schulung für dich dann? Oder? Es ist, also es macht mir Spaß, aber ich will natürlich nicht auf der Straße bleiben. Es ist eine gute Übung, also ich finde es auch toll, dann live Sachen zu üben, performen und man kriegt halt die direkte, ehrliche Reaktion von den Menschen. Ne? Also das ist halt wirklich, da guckt sich das eine an, bleibt sitzen, schmeißt den Euro rein, du weißt, ey, das gefällt dem oder der eine tanzt oder der andere geht an dir vorbei und schüttelt den Kopf und sagt, was für eine Kacke. Ne? Also das ist halt wirklich total interessant, aber man muss sich das auch irgendwie trauen, ne? Weil es ist natürlich klar, bloß weil viele Leute deine Musik hören, das ist ja nur ein Bruchteil der Leute, die wir hier in Deutschland haben. Und dann darf man nicht deprimiert sein, wenn irgendwie von 10 Leuten nur einer stehen bleibt, sondern man sollte dafür dankbar sein. Ich wollte gerade sagen, aber das ist doch auch eine super Stärkung für das Selbstwertgefühl, wenn man sowas erkannt hat, weil man weiß, klar, was man selber kann, wie die Reaktionen sind, wie man vielleicht selber noch ein bisschen an sich arbeiten muss. Also ich finde, glaube ich, eine härtere Schulung als Straßenmusik zu machen, gibt es doch für einen Künstler gar nicht, oder? Nee, also ich bin abgehärtet. Also, mir kann nichts mehr was an. Ich freue mich total, dass du heute bei uns bist und du hast mir eben vor der Sendung schon gesagt, du freust dich, dass es auch jetzt endlich wieder losgeht, auf den Bühnen zu stehen.
ist eben in der letzten Zeit nicht der Plan gewesen. Was ist denn jetzt der Plan? Also wie geht's weiter bei dir? Ja, also erstmal ist für den Herbst ein Album geplant und davor halt auch noch ein Video und Single und so weiter und so fort. Und dann hoffe ich, dass ich daraufhin halt für nächstes Jahr eine Clubtour planen kann. Also da bin ich recht optimistisch, da habe ich richtig Bock drauf. Und ansonsten mit der Familie bin ich auch dann im Winter, wenn es stehen bleibt, wenn Corona uns da nicht dazwischen spielt, haben wir auch dann eine Arenentour. Sind wir für, ich glaube, 5-6 Wochen in ganz Deutschland unterwegs und geben da mal wieder richtig Gas. Und ich freue mich dafür, ja. Ehrlich, weil es wieder losgeht, weil Künstler endlich wieder auf der Bühne zeigen können, was sie können, ihre Passion, die Leidenschaft und damit natürlich am Ende des Tages auch Geld verdienen. Absolut. Grüß mir deine Familie ganz lieb. Schön, dass du bei uns warst, dir die Zeit genommen hast. Gabriel Kelly, vielen Dank. Danke, Sven. Dankeschön.